diesem Abend arbeiten wir mit dem Lilos Grimali und mit dem Philipp Niesen zusammen. Beide in der Fanta 4 Band, beide auf unzähligen MTV Unplugged hier in Deutschland zu hören und jedes auch so arrangiert. Wir arbeiten hier wirklich mit der Crème de la Crème zusammen, wenn es um Unplugged Musik geht. Ich bin Lilos Grimali und bin Produzent, Keyboarder, Pianist und Arrangeur. Wir sind in Köln in unseren Monkey Music Studios und nehmen gerade die Pegasus-Platte auf. Vor 2 Jahren, im Sommer 2018, habe ich mich zuerst mal mit dem Lilo getroffen, um das mal so ein bisschen zum herauszufinden, ob wir uns irgendwie verstehen und ob er Lust hat. Mir war dann wichtig, dass man nicht einfach sagt, cool, wir machen das jetzt, sondern lass uns erst mal probieren, versuchen, was zusammen zu machen und gucken, ob das passt. Menschlich auch vor allem, ist ja auch wichtig, man verbringt ja viel Zeit miteinander auch. Und dann haben wir uns 3 Tage getroffen, hier in diesem Raum, und haben an Songs gearbeitet. Und diese 3 Tage, das ist wie so ein Date, weißt du auch, in den ersten 3 Minuten, ob du dich wieder treffen möchtest oder nicht. Ja, und es war eigentlich Liebe auf den ersten Blick. Nein, glaub ihm kein Wort, kein Wort, kein Wort darfst du glauben. Ich bin seit 30 Jahren jetzt fast bei den Fantastischen Vier. Und da habe ich mein erstes MTV Unplugged arrangiert. Das war für mich als junger 25-Jähriger damals schon was Besonderes. Daraufhin habe ich die Max Herre Unplugged, MTV Unplugged arrangiert, Crow, Revolverheld und viele andere. Es ist Musik, die, ich finde, die berührt einen direkt. Das sind schöne Melodien. Also mir ging es ja so, dass ich eine Melodie gehört habe und direkt mitspielen konnte und wusste, wo es hingeht. So. Und ich erst überlegen muss, was mache ich da? Oder das ist immer, finde ich, das finde ich immer wichtig bei einer Musik, die intuitiv sich gut anfühlt. Everything was alright in my life. Cause I was king, I was king. Mit dem Lilos Grimali und dem Philipp Niesen zusammen zu arbeiten, ist voll geil. Es sind grossartige Musiker. Und das so umzusetzen, ist super geil. Das sind 2 extrem erfahrene Typen. Und für mich als Musiker auch 2 Leute, die ich viel von ihnen lernen kann. Und sehr umgänglich. Und ich finde, es ist der perfekte Match, mit ihnen zu wählen, das Unplugged-Album zu machen. Sie sind so ein gutes Team, sie ergänzen sich gut. Ich bin Philipp Niesen. Ich produziere und arrangiere mit Lilo zusammen das Album für Pegasus. Und wir wollten erst mal wissen, was ist das und so. Und dann haben wir uns das angehört und fanden das super cool. Also super schöne Songs und konnten uns das super vorstellen in so einem Unplugged, akustischen Gewand und so, weil die Songs einfach schön sind. Die Songs funktionieren irgendwie in allen möglichen Versionen. Und jetzt, wie ich finde oder wie wir finden, besonders gut in diesen akustischen Versionen. Mit ein bisschen Streichern und... Das größte Potenzial bei den Jungs sehe ich darin, dass sie so vielseitig sind. Ich kenne ja ihre Produktion und die klingen ja nun mal ganz anders als das, was wir jetzt machen. Und sie können aber auch das, was wir jetzt machen, mit ihnen wunderbar tragen. Das ist ein wichtiger Bestandteil für so eine gut funktionierende Band und dass sie auch schon so lange zusammen sind und so. Dieses Projekt hat es verdient, dass es funktioniert und dass es auch auf die Bühne kommt. Das wünsche ich den Jungs ganz doll, dass sie Erfolg damit haben. Die Platte wird auf jeden Fall hoch, hoch, hochwertig. Wir sagen immer teuer. Klingt teuer. Schöne Arrangements, tolle Stimmung. So eine Platte, die man gerne mal so im Herbst sich gut anhört,
bei Kaminfeuer, guten Zigarre, Cognac, mit Freunden zusammen. Die wird gemütlich. Ragazzi, was habt ihr uns angetan mit dieser tollen Musik? Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte und ich glaube, das ist ein Anfang einer tollen Freundschaft und Zusammenarbeit.